Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET. Mit mir, momentan ist kein anderer außer mir auf dem Server, macht aber auch nichts. Wir gucken gerade hier nochmal, also die Biomasse läuft noch schön rein, das Ethanol läuft noch schön rein, das müssen wir natürlich noch ein bisschen im Auge behalten. Okay. Ich hatte das letzte Mal schon erwähnt und zwar müssten wir uns noch um ein weiteres Produkt kümmern. Nämlich das hier. Und dazu habe ich... Dazu habe ich unten einen kleinen Versuchsaufbau vorbereitet. Und zwar, wie können wir am effektivsten mit dem Zeugs arbeiten? Dauert jetzt einen kleinen Moment, das Ding hier vollzufüllen. Ihr seht sogar, ich habe mal mein Inventar halbwegs aufgeräumt. Halbwegs. Ich habe da noch ein bisschen was drin, was vielleicht nicht drin sein muss. Naja, lassen wir es drin. Den einen Platz können wir mal verschenken. So, weil... ich habe mir überlegt, wir müssen natürlich das ganze Holz, was wir hier haben, so, zweimal noch, irgendwie auch noch weiterverarbeiten. Irgendwie. Weil, dass das Ding hier drin rumdümpelt und dann im Recycler dann noch zu Scrap produziert wird, finde ich etwas dämlich. So, dann lasst uns mal in unser Versuchslabor gehen. Schwipp, schwipp. So, jetzt sind wir bei uns quasi im Keller und hier seht ihr schon, ich habe ein bisschen was aufgebaut. Und zwar möchte ich gerne, dass... Nein. Was machst du mit meinem Burger? Mein Burger muss da nicht rein. Nein, wo ist mein Burger hin? Verdammt. Wo ist mein Burger hin? Da ist er. Gib mir meine Deluxe Cheeseburger wieder zurück. Diese Barrels muss ich euch auch nochmal vorstellen bei nächster Gelegenheit. Okay. Ich zeige einfach mal, was ich möchte. Und zwar möchte ich Folgendes haben. Ich möchte Holz in irgendeine Maschinerie reintun. Das läuft dann hier irgendwo rein. Wahrscheinlich jetzt genau richtig. Und wird dann zu Charcoal. Was wir mit der Charcoal machen, das werden wir dann noch sehen. Aber Charcoal können wir also im Generator verbrennen. Können wir Charcoal hier. Können wir im Generator zum Beispiel verbrennen. Können wir betreiben einen Railcraft Boiler. Da können wir einiges damit machen. Ne? Ist eigentlich auch, ja, multifunktional, sage ich mal. So, komm mal her. So, jetzt habe ich mir natürlich erstmal überlegt, wie macht man das am günstigsten. Ja, weil hier kommt jetzt zwar Charcoal raus, okay. Dann haben wir hier eine Möglichkeit aus Railcraft. Entschuldigung. So, wir packen jetzt hier Mahuwood rein und sehen, erstmal, dass wir nichts sehen. Dass es lang dauert, extrem lang dauert. Richtig lang dauert, bis der hier erstmal aus einem Mahuwood Charcoal hergestellt hat. Das dauert richtig lang. Hat aber einen Vorteil. Wir kriegen nebenbei noch Kreosotöl raus. Das können wir auch noch für andere Sachen verwenden. Aber bei dem Prozess, also da brauchen wir extrem lange, um das ganze Zeugs alles zu verarbeiten. Oder wir brauchen relativ viele von diesen Coke Ovens. Ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Okay. So. Dann habe ich angefangen, wir nehmen uns einen normalen Furnace. Nehmen wir hier mal das Zeugs raus. Und packen oben und unten jeweils einen kompletten Block rein. Dasselbe machen wir hier. Hier nehmen wir mal raus, raus und rein, rein. Gut. Arbeitet auch. Dann haben wir hier noch eine Möglichkeit, Charcoal herzustellen, und zwar im Induction Furnace. Ich habe mir gedacht, das ist eine schnelle Möglichkeit. Deswegen packen wir hier in den Generator einmal Holz. Damit laden wir quasi das Ding auf und packen hier in den Induction Furnace einen Stack rein. Packen wir mal die Holzkohle wieder weg. So, so, Holzkohle weg. Also, wir haben jetzt den normalen Furnace. Iron Furnace. Wir haben den Generator und den Induction Furnace. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Generator und einen Automatic E-Furnace. Der Automatic E-Furnace hier, der ist schon abgegradet mit den beiden Heating Coils, dem Kantal und dem Nichrom. Dann machen wir hier einfach mal, der ist jetzt auch erstmal noch voll geladen. Das ist eigentlich auch das, wie es in den meisten Fällen ja dann vorkommt. So. Und dann haben wir hier noch einen Redstone-Furnace und einen Black-Force-Furnace.
Nehmen wir hier mal das Zeugs raus, packen einmal und zweimal. So, hier haben wir ja eine Wasserquelle quasi und einen Steam Dynamo. In den Steam Dynamo packen wir jetzt einmal Holz rein und dann packen wir da vorne Charcoal raus, Holz rein. Warum den ganzen Aufbau hier? Warum den ganzen Test? Ich möchte natürlich möglichst effektiv viel Holzkohle aus dem Holz rauskriegen. So, wir verwenden aber auch gleichzeitig noch für die Produktion Holz zum Antreiben der Produktion. Und wir sehen, dass das hier, naja, es geht. So, hier sehen wir, oh, der ist schon weiter. Lass mich mal ganz kurz nochmal die Holzkohle da wegschaffen. Sonst führt es gleich wieder alles zur Verwirrung. Haben wir jetzt alles weg? Ja, haben wir. So, dann haben wir hier den Generator und den Induction Furnace, wie wir sehen. Um Gottes Willen, da geht aber gar nichts voran hier. Auch relativ klar, weil der Generator hier eigentlich zu wenig Saft liefert, dass das Ding hier so richtig aufheizen kann. Blöd. Also, die können wir eigentlich schon mal verwerfen. Die hier ist extrem billig. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Cobblestone, ein bisschen Holz und das war's. Und dann kommt hier Charcoal raus. Okay. Die Möglichkeit hier mit dem Iron Furnace ist ein bisschen teurer, aber auch effektiver. Wir sehen, wir sind hier schon bei 7 Charcoal und hier gerade mal bei 6 Charcoal. Also, die ist schneller. 59 haben wir verbrannt, hier sind wir auch bei 59. Da müssen wir ein bisschen warten, bis fertig ist. Die Methode hier, da sehen wir, wir haben schon 52, wir haben von den 64 sind noch 52 da, das heißt, wir haben 12 schon verbrannt. Aber wir haben ja auch schon 21 durchgejagt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, das könnte eine Methode werden. Wobei die Methode aber auch einen Nachteil hat. Sie ist relativ teuer von den Materialien. Wir brauchen einen Generator und wir brauchen eine Automatik E-Furnace. Also nicht ganz billig. Schauen wir hier. Der produziert hier schön Redstone Flux. Und daraus dann Steam und daraus Redstone Flux. Und verbrennt unser Mahubert. Und der hier arbeitet eigentlich auch ganz zügig. Muss man schon zugeben. Gefällt mir. Und last but not least, der Black Force Furnace aus Dartcraft. Der hat es auch mittlerweile schon auf 11 Stück geschafft. Also der ist relativ schnell. Schauen wir mal im Vergleich. 11 zu 28. Naja. Ich weiß nicht. Gut. Das müssen wir jetzt ein bisschen abwarten, was der hier alles produziert. Aber ich würde sagen, also der hier wäre eine Möglichkeit. Geht halt langsam. Ich finde den hier schon fast besser, weil der von der Effektivität her besser arbeitet, was das Verbrennen von Material anbelangt und auch ein bisschen schneller ist. Die Methode hier, die können wir komplett vergessen. Da kommen wir ja beim besten Willen nicht hin. Die Methode hier gefällt mir von der Geschwindigkeit her sehr gut. Na, wie ihr seht, also das Ding rennt hier los wie Nachbars Lumpi, das ist unglaublich. Ja. Doch, gefällt mir gut. Der hier, doch, also sollte man ruhig ins Auge fassen und sollte man nicht ganz aus dem Auge lassen. Jetzt müssen wir natürlich nochmal ganz kurz gucken hier. Der schafft 40 Redstone Flux und von den Rezepten her, wie viel braucht er denn da? Für Holz, eigentlich egal welches Holz, 1600 Redstone Flux. Ist schon eine Menge, was er dafür braucht. Deswegen halte ich das für nicht ganz so effektiv. Und der hier, der macht seine Sache aber auch gut. Kann man nichts dagegen sagen. Einfach noch ein bisschen abwarten. Währenddessen können wir hier einfach mal in das bereits bestehende System nochmal ein bisschen reinpacken. Du solltest hier vielleicht mal... Warum füllst du das nicht automatisch auf? So, dann verbrennen wir das Zeug einfach mal alles hier ein bisschen. Kommt ihr überhaupt zum Zuge? Ne, der schafft nicht noch nicht mal genügend Energie. Gut, bevor wir das Zeug hier komplett verheizen, weg damit. Und hier rausnehmen. Okay. Sortier mal. Gut. Haben wir eine Range da? Ja, haben wir da. Und. Oh, meine Range ist kaputt gegangen. Na gut. Dann bauen wir uns nochmal schnell eine neue Ranch. Oder habe ich noch eine in der Tasche? Moment. Ranch.
Ranch? Weil die Dinger gehen auch so schnell kaputt, hey, das ist unglaublich. Nö, ich sehe jetzt hier keine. Na, dann brauchen wir uns halt mal eine neue. Da haben wir schön grün markiert. So, so, hier hin. Und dann schauen wir mal nach einer Ranch. Ranch. Gut, und zwar Steel oder Tungsten-Steel? Schauen wir mal, Tungsten-Steel, das ist Tungsten-Steel-Ingots. Das sind die teuren. Macht das Sinn? Das macht aber richtig Sinn. Auch wenn der Prozess natürlich ein bisschen langsamer ist. Komm, ach, gönnen wir uns jetzt mal so eine richtige hier. Gönnen wir uns mal eine richtige Branch. Dafür machen wir es ja schließlich auch den ganzen Mist hier. Dass wir uns mal richtig geniales Werkzeug mal basteln können. Und hier, ja, da haben wir noch 64 Stück jetzt schon wieder drin. Super. Packen wir gleich wieder ins System rein. Dann ist es gleich wieder aufgeräumt. So. Keiner hat es gesehen. Nein, ihr sagt nichts, ne? Okay. Da. Dann gehen wir hier noch unten noch eins runter. Und schauen hier nochmal. Also, den da hier können wir auch noch abbauen. So. Dann schauen wir nochmal ganz kurz durch. Also, hast du das jetzt eigentlich schon mal geschafft, den ersten durchzujubeln? Nein, er hat sogar schon 2 Stück durchgejagt. Wahnsinn! Gott. Ich glaube, damit werden wir nicht glücklich. Also, da müssen wir hier ziemlich viele von diesen Teilen bauen. Macht keinen Sinn. Der Furnace macht seine Sache gut, aber langsam. 18. Da sind wir jetzt schon bei 23. Okay. Der Generator. Na. Oh, wir sind hier schon fertig. Oh. Oh, 64. Der hier ist noch beim Arbeiten. Und der hier? Naja, 32. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich darauf achten. Wir haben hier 28 Mahu noch übrig. Dann schauen wir mal hier. Na, das dauert alles so lang. Dauert mir zu lang. Und hier wird auch nicht so unbedingt was. Naja, gut. Also ich tendiere momentan eher, dass man diese Iron Furnaces nimmt. Warum? Aus einem ganz simplen und einfachen Grund. Die sind relativ günstig von der Herstellung her. Und man braucht sich eigentlich um nichts zu kümmern dabei. Das wäre, glaube ich, die beste Variante, die wir nehmen könnten. Die haben wir nämlich hier auch schon mal getestet. Das sieht alles reichlich komplex aus, was wir hier haben. Ja gut, aber so schlimm ist das alles aber nicht. Und zwar haben wir hier im Endeffekt eine Reihe rüber, rauf, rüber, rauf, rüber. Damit wird das Ding befüllt. Und dann haben wir die hier quasi nochmal abgekapselt und haben gesagt, hinten, warum jetzt hängt der da oben noch mit dran? Eigentlich müssen wir bloß den hier wegmachen, dann ist das alles kein Problem mehr. Mal weg hier. So. Mehr. Hier hinten dran ist eine sogenannte Retrieval Node. Die hat nämlich den Vorteil, dass sie das ganze Kabel abgeht und überall guckt, wo finde ich das, wo finde ich Items, und wir haben es hier noch eingegrenzt mit dem Itemfilter, wo finde ich Charcoal. Und die Charcoal holt er sich raus. Ansonsten müssten wir ja an jeden dieser Öfen extra mal so eine Transfer Node dran machen, dass die das aus dem Ofen rauszieht. Das hier ist genau das Umgekehrte eigentlich. Die sorgt dafür, dass die Anschlüsse hier tatsächlich selber rausziehen können. Ist cool, ist einfach, ist günstig. Und genauso werden wir das auch aufbauen. Ich bin jetzt aber schwerwiegend überlegen, ob wir das jetzt hier gleich aufbauen. Oder ob wir das dort aufbauen, wo ich es eigentlich ursprünglich geplant habe. Schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung, Leute. Sehr schwere Entscheidung. Das muss ich mir nochmal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen. Weil wir haben ja dafür eigentlich schon ein passendes Gebäude stehen gehabt. Na, was heißt stehen gehabt? Wir haben es immer noch stehen. Nur, wir verlagern ja jetzt im Moment das ganze Holz schon in... lasst mich nicht lügen. Wir verlagern das ganze Holz ja schon mittlerweile in unser AI-System. Das heißt, wir haben es ja eigentlich schon hier irgendwo rumliegen. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so unpraktisch, wenn wir es gleich hier im Gebäude machen. Jetzt habe ich so ein schönes Gebäude hingestellt. Extra dafür. Da hinten steht's. Das in der Mitte. Das da hier.
Genau das hier war nämlich dafür gedacht. Ah, wie ihr seht, da war also eine ganze Reihe von Furnaces gedacht. Wobei, wir könnten es eigentlich schon machen, ne? Wenn wir uns nochmal so eine Ender-Chest-Geschichte hinbauen, wie wir es eh schon haben. Andersrum gefragt, wenn wir da mal gucken, wenn wir jetzt hier noch Holz reinnehmen als Regulate, 64, dass 64 Holz drin liegen bleibt. Was wir natürlich dann hier auch machen müssen. Machen wir einfach mal 64 Holz. Das müsste ja theoretisch alles auch kommen. Wisst ihr was? Das exportieren wir jetzt einfach mal hier nochmal 64. So. Und jetzt sehen wir, dass hier Holz drin liegt. Gleich. Na, lädt noch auf, lädt noch auf, lädt noch auf, lädt noch auf. Sehr gut. Jetzt haben wir hier 64 Holz, 64 Fertilizer, 64 Dirt. Die Farbkombination war orange, grün, grün. Na gut, machen wir dann nochmal so eine Ender Chest. Ender Chest. Da haben wir noch eine. Aber was ist die Farbe? Orange. Da haben wir noch irgendwelche Farbmarkierten, die ich nicht zuordnen kann. Komm, nehmen wir einfach mal die hier. Stellen wir die mal hin. Orange haben wir schon. Grün. Da brauchen wir bloß noch einmal grün. Ja, das haben wir. Green. Einmal. So. Green. Und jetzt reingucken. Passt. Sehr schön. Passt. Klub, weg. Komm. Wo fliegst du wieder hin? So, und dann nehmen wir uns dann aus dem Keller. Keller, sagte ich. Unseren Aufbau hier nehme ich einfach mal mit. Der da steht. Und zwar. Speed Upgrades. Und hier. Und hier. Und hier. Hier. Nehmen wir das einfach mal mit. Da müssen wir so ein paar Iron Furnaces basteln, aber das ist. Komm. Weg damit. Brauchen wir hier doch nicht mehr, oder? Iron Furnaces brauchen wir noch. Gut. Schauen wir mal, dass wir hier die ganzen Anschlüsse alle mitnehmen. Das lassen wir jetzt einfach mal hier so stehen. Genau. Und dann bauen wir uns mal ein paar Iron Furnaces. Hätte ich jetzt gesagt, ne? Macht ja auch keinen großen Aufwand. Eins, zwei, noch eins. Schon sind wir da. Also. Wir haben hier einen Generator, einen Iron Furnace und drei Furnaces. Und einen Generator, den packen wir rein und einen Induction Furnace auch gleich. So. Iron Furnace 2. Wieso habe ich es eigentlich reingelegt? Egal. Dann brauchen wir hier Iron Furnace. Das da ist das Rezept. Und da brauchen wir noch ein paar Iron Plates. Na gut, machen wir mal 64. Hoffentlich geht das jetzt durch. Na, welche Maschine möchte denn jetzt nicht arbeiten? Oder bist du gerade beschäftigt, hä? Nein?
Du machst keine. Machst du? Nein. Steel Plate? Iron Plate? Iron Plate fehlt? Du vielleicht? Auch keine Iron Plate. Ja, wieso kannst du die denn nicht bauen? Wo steht denn bitte schon die Iron Plate rum? Schauen wir nochmal kurz hier rein. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Nö. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Hier? Nö. Hier? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich weiß, wie wir das basteln. Ich glaube, ich weiß, wie wir das basteln. Das hat Putzi, glaube ich, eingestellt da hinten, oder? Genau. Der macht nämlich hier jetzt aus Eisenblöcken, macht der Eisenplatten. Was ein bisschen schneller ist. Aber egal. So. Schauen wir mal. Iron Plates. Da haben wir wieder welche. Eins, zwei. Schmeißen wir gleich wieder rein. Eins, zwei, drei, vier. Nehmen wir mal nur die vier noch mit. Dann sind wir bei sechs. Transfer Pipes. Schauen wir mal, was sie da haben. Transfer Pipes haben wir noch. Nehmen wir mal so die Hälfte davon noch mit. Wo habe ich sie jetzt? Da. Und dann sollten wir uns sogar noch eine Ender Chest mitnehmen, oder? Itemfilter. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Itemfilter. Ich bin jetzt hier gerade nämlich noch ein bisschen überlegen. Itemfilter. Da haben wir noch einen. Okay, den da können wir mitnehmen. Den können wir nämlich auch leer machen. So. Das ist nämlich der richtige Filter dafür. Okay. Naja, gut, wir haben keinen weiten Weg, von daher wäre es wurscht. Wir könnten das dann danach wieder in die Ender-Chest gleich reinpacken und dann würde es automatisch rausziehen, ne? Das probieren wir jetzt einfach mal. Das probieren wir jetzt einfach mal den Aufbau. No risk, no fun. So. Einmal hier hinter. Rennen. Es regnet schon wieder. So. Eins, zwei. Dann kommen hier unten. Ein bisschen Platz. Die lassen wir nochmal außen vor. Wir brauchen jetzt hier Transferpipes. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ungefähr sollte das dann aussehen, glaube ich. Ne? Dann packen wir den ersten hin, den zweiten hin. Und dann machen wir den hier weg. Und den hier weg. Und da kommt hier einer hin, hier einer hin und hier einer hin. Dann können wir die anderen zwei schon mal damit einpacken. So. Dann gib mir mal das Dirt hier. Dann packen wir hier hin den Transfer-Mode. Mal den drehen. Hallo. Oh nein, das ist ein invertierter, verdammt. Der Filter ist nämlich blöd. Hier ist der hätte ich nämlich mal draufschauen sollen, ne? Da haben wir einen nicht invertierten. Dann können wir das Ding zumindest mal anwerfen. So. Itemfilter. Charcoal raus. Wahoo-Wood rein. Jetzt stimmt's. Gut. Okay. Also, passt der hier hin, dann den da rein, jetzt hat er aufgehört. Jetzt holt er sich mal Hubert aus der Kiste. Genauso wie er es machen soll. Charcoal. Das ist nur einer Mann. Was passiert, wenn ich die da reinlege? Müsste eigentlich rausgezogen werden. Jawohl, wird auch. Hahaha, coole Sache das.
Hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Oh Mann. Machen wir 8 rein. 8. So. Das ist ein relativ langer Weg. Und jetzt können wir hier. Und wir sehen, der erste Ofen ist schon angelaufen. Der zweite Ofen dürfte bald anlaufen. Hoffe ich. Der fällt hier nochmal auf wahrscheinlich. Genau, passt. Da füllt er jetzt schon auf. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Sehr gut, der zweite läuft an und da oben kommen wir dann gleich noch. Ach, wie machen wir das jetzt hier? Stein. Genau, Stein. Treffer. Machen wir noch das, die Leitung. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal. Zweimal. Gut. Dann nehmen wir mal die schöne Silk Touch. So. Und jetzt müssten eigentlich bald alle Öfen hier brennen. Also, nicht verkehrt verstehen. Brennen natürlich, ne? Ist klar. Ja, brennen. Brennen ist schon richtig. Der geht an. Jetzt müsste der nur noch befüllt werden. Wobei der hier. Wir können ja noch Stack Upgrade noch reinmachen. Eigentlich egal. Er füllt jetzt den noch auf. Genau. So, das wäre die erste Seite. Kommen wir an die zweite Seite überhaupt noch ran? Gerade im Moment nicht, aber kommen wir von der anderen Seite zu dran. Genau, so. Jetzt brauchen wir noch Covers. Halt. Covers können wir noch selber sogar herstellen. Oder? Können wir? Können wir? Wir haben noch ein Clipboard hier, genau. Ein Clipboard haben wir da. Stein haben wir da. Jetzt brauchen wir noch die Säge. Genau. Dann nehmen wir uns mal zwei Stein. Links oben rein. Zwei. Komm her. Nö, sind wir schon richtig. Sind wir doch schon richtig. So, die Säge wieder einpacken. Die Carvers haben wir. Und Hunger haben wir auch. Gut, muss reichen. Wir sind ja beim Arbeiten. Das da raus, das da rein. Das da hier, das lässt sich immer sehr schwer kaputt machen. Sieht aber einfach gut aus. Dann müssen wir hier überall Covers draufsetzen. Einmal, zweimal. Und dann passiert nämlich auch nichts mehr. Passt? Passt, jawohl. Sehr schön. So, und jetzt machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier kommt jetzt dann. Da brauchen wir erst noch mal die Filter. Da brauchen wir erst noch den Filter. Der Filter ist wichtig. Weil sonst zieht uns ja alles raus. So. Warum war das eigentlich ein invertierter Filter? Na, egal. Spielt keine Rolle. Schauen wir einfach. Haben wir noch einen Filter da? Können wir uns auf jeden Fall einen bauen. Itemfilter. Beginn. Haben wir schon da. Schwupp. Den invertierten rein. Dann können wir. So. Den programmieren wir gleich. Wir wollen Charcoal rausziehen. Die Retrieval Note haben wir da. Jawohl. Und dann dürfen wir es aber hoffentlich auch gleich haben. Ja? Haha, sieht gut aus. So, wir nehmen das nämlich einfach wieder in die gleiche Kiste. Mit dieser sogenannten Retrieval Note. Sparen wir uns nämlich einige von den Transfer-Nodes. So, Filter. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Speed-Upgrades rein. Und dann sollte ja eigentlich alles hier, wie wir sehen, er lädt es rein und es wird abgeholt.
Und unsere Charcoal-Vorräte dürften sich jetzt langsam füllen. Packen wir das dann mal rein. Können wir jetzt auch schon mal langsam raus. Ja, wunderbar. Und wie sieht es da vorne aus? Wisst ihr was, da machen wir jetzt auch noch schöne Covers drauf, dann sieht es nach was aus, hätte ich gesagt. So, Cover, 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 Cover. Und da vorne, wenn wir schon dabei sind, Cover, Cover. Jawohl. Das hat doch ein Gesicht, hätte ich gesagt. So, jetzt können wir das nach oben noch ein bisschen erweitern. Also wir können noch weitere 3 Reihen machen. Das ist also absolut kein Problem. Wir können hier auch noch dann das Ding so schön vollstopfen, dass es hier noch ordentlich aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine funktionierende Charcoal-Produktion. Und zwar mit den einfachsten Mitteln, einem Iron Furnace. Wir haben hier eine einzige Ender Chest. In der Ender Chest landet eh schon bei uns Dirt, Fertilizer, Mahubut und Dirt. Nein, Dirt haben wir schon. Dirt. Und wir können Charcoal einfach reinlegen und es wird drüben automatisch wieder rausgezogen. So mag ich das einfache Aufbauten. Das hat doch was. Da klappt es auch mit dem Nachbarn. Oder mit dem Butze. Wir können hier natürlich dann jetzt noch... Machen wir das noch? Nein, das machen wir heute nicht mehr. Heute machen wir das nicht mehr. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal ein paar Iron Furnaces oben draufsetzen. Und dann haben wir hier eine funktionierende Charcoal-Produktion, ohne extra nochmal irgendwo Energie abzuzapfen oder sonst irgendwas. Nicht hundertprozentig energieeffektiv, aber mit die beste Methode, die wir jetzt momentan haben, nämlich einem Iron Furnace. Wir brauchen kein Solarpanel, wir brauchen keine Photovoltaikanlage, wir brauchen gar nichts. Und das ist eine einfache Möglichkeit, hier das zu produzieren. Was wir mit der Charcoal machen, wissen wir noch nicht. Aber das sehen wir noch. Weil mit dem ganzen Holz brauchen wir nämlich nicht arbeiten. Ich wüsste doch nicht wofür. Aber in diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.